So, hallo und willkommen Das ist mein zurück Motorrad. zur Hordennacht Tag Nummer 105. Das mein Motorrad. Was? Wie kommt das da hin? Was ist denn mit deinem Warum schwebt Motorrad? es in der Decke? Wieso schwebt dein Motorrad in der Decke? Ja, ich bin zur Base gefahren, bin abgestiegen und schwupps war mein Motorrad weg. Aha. Das Motorrad ist eine Hordenbase gewesen. Und Okay. schwebt in der Decke im Tunnel. Okay, das ist sehr strange. Ja. Warum machst du denn sowas? Das frage ich mich auch gerade. So, halbes Stündchen noch, Leute. Wann geht's ins Bett? Genau, dann geht's für alle ja ins Bett, genau. Wer schießt denn hier? So, ich hab mal alles angemacht, Leute. Hate Ronnie Base. Naja, was soll ich Ja. sagen? Na, hast du eine Kerze mitgebracht? Ja. Aber ich habe auch noch was anderes. Guck mal. Ich will es gar nicht wissen, wenn du eine Kerze mitbringst, was das andere Granaten. ist, was du mitbringst. Crack. Aufschlagszünder. Auch nicht schlecht. Wo seid ihr überhaupt? Da, wo du nicht bist. Demnach. Ach. Wollen wir es gleich interessant machen, den Strom ausschalten? Ja, kein Problem, also wir haben hier unten genug Munition. Der Strom ist gar nicht unbedingt erforderlich. Aber ja, das letztes Mal gesehen. Ja, das ging auch so ganz gut. Sind die Scheinwerfer und alles an? Ja. Ja. Wo kommen sie? Von hinten kommen sie. Ja, ich komme sowieso. Ja.
Thank you.
Waren eindeutig zu viele Bomber. Ja. 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 Aber ich denke, dass die MGs das weggeholt haben, ne? Die MGs schießen auf die Bomber. Dann schließen die ja die Bomben aus. Wenn man dann nicht schnell genug drauf fällt, dann explodieren ja. Und hab ich den Eindruck, dass die Timer. Ey, ich frage mich, was gemacht. Mann! Entschuldigung, das war ich. Die andere Base hätte das nicht überlebt. Wieder Aufbauarbeit. Oh ja. Oh, ist ja nicht mehr lange. Thank you.
bald zu Ende. Ja, wir haben noch nicht mal 3 Uhr. Wieso? Kommt doch kaum noch was nach. Die Bomber sind ja echt nicht mehr lustig. Nee, ja. Die haben ein, also ich bin eindeutig den Timer runtergestellt. Also da hatte man bisher immer mehr Zeit, die haben geschieden. So, das ist eine Schwierigkeitsgrade anlassen, wegen den zusätzlichen Spielern. Gar nicht mehr oben drum sehe ich, die greifen jetzt in den Tunnel an. Ach du Kacke! Komm mal hier runter, ey! Sind die Gebäude drin oder was? Nee, nee. Aber die stehen unten an der Schrägen. Ja, das hab ich schon gemerkt. Oh oh. Hör auf! Ja, super! Jetzt haben wir ein Riesenloch. Jetzt sind sie gleich unten drin. Das ist doch all so ein scheiß Bomber, ey. Heftig. Jetzt ist er weg. Tja, dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Arbeit. Ja, wir brauchen Messing. Ja, Messing. Bolzen. Wow! Wo kommt er denn her? Ist einer unten drin? Nee, oben bei uns. Naja, ich seh's. Ich seh's. Genau. Thomas ist gestorben. Ja, der hat dann gemacht. Wir kommen von der Treppe unten. Wir sind unten durch. Ja, ja, wir haben es gemerkt. Und der hat sich gerade hochgebackt. Wir sind Leute, wir brauchen Hilfe.
Bolzen. Wer sind denn da? Hier? Ja, wir kriegen es. Unter dir. Aber das war mal eine Hordennacht, Leute. Also da hat man den einen Spieler mehr jetzt mal deutlich gemerkt, ne? Bolzen. Boah. Ja, die sind hier unten durch. Ja, ist klar. Guck dir mal, was die Bomber angerichtet haben. Das liegt nur an den Bombern. Die haben alles zerstört. Ja. Oh, nicht übel, nicht übel. Ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich muss ja in die Wände dann auch noch besser machen, aber boah, dafür müssen wir Beton und alles noch haben. Boah, leck mich am Arsch. Nicht schlecht, nicht schlecht, hey. Ja, an sich hält die Base das. Das ist nicht das Problem. Ja, die Bomber sind das Problem. Wir müssen offensichtlich früher auf die eingehen und wirklich gezielter auf die schießen. Ne? Ja, damit die gar nicht erst bis zu dem Automatikgeschütz kommen und zur Gefahr werden. Hier oben die Base, die hat auch ganz gut gelitten, oder? Ja. Also auch Löcher in den Decken. Boah. Ich hab jetzt alle meine Pfeile hier geholt. Kann man ohne Probleme bauen. So, soll ich euch ein Baumaterial holen oder habt ihr noch genug hier oder was sollen wir machen? Viel haben wir hier nicht. Reparaturkits gelagert? Reparaturkits sind in der rechten Werkbank. Aber ich habe erstmal Rahmen, dass wir zumindest die Löcher schon mal wieder zukriegen. Metallrahmen brauchst du? Ja, ich mache aber schon hier zu wieder. Papa? Ja? Hab noch einen Pfeil von dir. Danke. Kannst du noch irgendwas holen? Metallrahmen, so wie ich das verstanden habe. Alle Auto? Nein, ich hab alles. Du hast alles. Ja, ja. Dirk hat wie immer sein Fahrrad. War immer Fahrrad. Also brauchen wir was von der Base oder was? Nein, wir machen das schon. Alles okay. Gut. Gut, das heißt, wir können Messing besorgen. Ja, wir sollten aber erstmal zur Base, weil man in die Essen nicht läuft. Also auch Essen. Bei dir brauche ich neue Pfeile. Oh, die Brücke davon ist kaputt, ne? Ja, Thomas, was hast du denn zu so einer Hordennacht? Also? War langweilig, ne? Wir sollten hier unten auf jeden Fall Spikes hinbauen. Ja. Yep. Das hält die auf jeden Fall auch noch ab. Ja, bisher war es nicht nötig. Nee, aber durch die ganzen Bomber keine Chance. Wir müssen die Bomber frühzeitig abhalten. Allein schon mit Spikes vielleicht vorne ein paar Meterchen davor, damit die bremsen müssen. Ja, vor allem wenn man weiß, die Horde kommt aus der Richtung, dann muss man direkt mit allen Mann in die Richtung und mit Maschinengewehr draufhalten, ne? Dass sie gar nicht erst zu den automatischen Schützen kommen. Das hauptsächlich immer auf den Kopf bei denen. Ja, mhm. Habe ich auch gemacht. Absolut. Ne, man sah das ja auch richtig, dass nachdem die Automatikgeschütze keine Munition mehr hatten, ne, ging auch keine mehr hoch. Ja, das ist es ja eben. Wir müssen gucken, dass die Automatikgeschütze durchweg Munition haben. Ich meine, der Schaden ist jetzt nicht die Welt. Na, das ist noch mild. Und ich meine, die Elektrosäule, überleg mal, wie viele Explosionen die standgehalten haben. Ja, das war schon, ich glaube, 4 Explosionen war es, wenn ich mich nicht ganz irre. Ah, bestimmt mehr. Ja. Weil es war auf Stahl hochgegradet, die Abdeckung, und ist dann auf Beton und ist dann erst weggesprungen. Kann ich mir also meine Armbrustbolzen jetzt wiederholen an der Ecke oder sind die alle futsch? Jetzt sind die alle weg. Jetzt sind die weg, ja.
Wie wird eine eingesammelt haben oder so? Und die spawnen. Hast du nicht eingesammelt? Hey, ich hab nur Holzbein. Du hast nur ein Holzbein, okay. Ich hab nur ein Holzbein. Ich hab nur Stein. Tja, dann sollten wir uns unsere Autos schnappen, ne, und auf Loot-Tour gehen. Ja, Messing, ne? Messing. Aber bis wie gesagt, abhinken. Mach das Krankenhaus, plünder es und wir setzen es zurück. Kann man machen. Was nimmt man am besten mit, um Messing abzubauen? Ja, Messing kannst du ja leider nicht abbauen. Messing kannst du nur finden. Also dann nimmst du am besten eine Dings mit, einen Schraubenschlüssel. Für das du halt zum Beispiel Heizkörper, Autos, Türen, werden halt alles Messing. Ne? Hatten wir Cobblestone hier in der Base? Nee, haben wir nicht. Oh, mitbringen? Müssen wir den noch holen. Und den Zement, den hast du jetzt, glaube ich, auch schon verbraucht. Ne? Passt. Ich habe noch anderthalb, habe ich noch. Aber ist ja noch eine Menge hier, Reparatur und das Loch hier vorne ist auf jeden Fall schon mal zu. Aber wir müssen ja oben die Treppen auch noch wieder aufbauen und alles. Also Zement, Kabel, brauchen wir alles noch. In der Kiste hier haben wir noch ein paar... Metall, also diese Stahlgerüstblöcke. Da habe ich noch 400 gerade in der Hand. 278 Stück sind hier auch noch drin. Mhm. Da könnte man eventuell überlegen, ob man die Hinterfütterung der Schräge zur Base hin vorne, ob man da auch eine zweite Schicht Beton dahinter setzt. Ich habe jetzt, das habe ich ja gerade gemacht, wenn wir hinten durch die Luke reingehen, die haben sie ja weggemacht, dann kommen wir unten in den Hohlraum. Den könnten wir komplett upgraden. Ja. Der ist ja nur aus Cobblestone. Ja, eben. Der muss nur mit Beton hochgegradet werden, aber dafür brauchen wir Beton. Ja, Beton ist ja hier Massen in der Base, ne? Also Cobblestone muss man eben gucken, wie viel wir hier brauchen. Das ist, glaube ich, nicht viel. Das sind 3. Also Cobblestone haben wir 5000 Einheiten. 6. Und Beton haben wir 8000 Einheiten plus das, was noch in den beiden Betonmischern drin ist. 10, 12, 14, 15. Dann fahre ich mal zur Base rüber und hole das Material. Hast du Platz in deinem Inventar? Ja. Oder stell dein Auto hin und ich müll mich da mal eben rein. Ich habe nur ein Fahrrad dabei. Ja, dann nimm mit, was du mitnehmen kannst. Weil ich habe die ganze Dinger da unten gelootet, weißt du? Mhm. Ach, jetzt ist natürlich auch mein Auto weg, ne? Wenn es im Inventar war und ich gestorben bin, oder? Hier ist noch eine 6er Magnum, 6er Armbrust. Du kannst auch deinen Rucksack wiederholen. Wo bist du denn gestorben? Richtig. Antibiotika, Muni, Geld. Wo ist denn mein Rucksack? Normal muss der oben auf dem Kompass angezeigt werden, wo der ist. Und dann musst du halt da hingehen und den wieder einsammeln. Na, also zurück zur Base, ja? Genau. Ja, wir kommen nach. So. Hast du alles mitgekriegt? Das letzte kriege ich nicht mehr rein. Wer hat eigentlich das zweite Auto? Der Dings hat doch ein Auto. Der Thorsten. Thomas. Der Thomas hat ein Auto. Thomas. Alea hat ein Auto. Und wer hat das dritte? Ich habe kein Auto. Du, wenn dann? Nee, ich habe auch keins. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Die Fahrzeugkiste ist irgendwie auch keins. Ne? Ich hatte ja hier mit dem Auto ein bisschen getrickst. Ein Block hat überlegt. Ich wusste doch, irgendwas stimmt nicht. Ich habe 2, sagt sie. Ich hatte den Innenraum hier mit Dings gemacht. In die Fahrzeugkiste. Oh ja. Der hat überlebt. Ja, wenn Stefan erstmal bei der Reparatur arbeiten bleibt, dann können wir ja. Ja, mach ich auch. Die Eisenschmiede muss auf Stahlproduktion gehen. Definitiv. Wir müssen unbedingt Stahl haben. Ich hole mir mal eben ein bisschen Erde. Dann baue ich mir mal eben ein bisschen Cobblestone.
Und du kannst, wenn du gleich von drüben kommst, ja was mitbringen schon. Jo, mach ich. So, dann habe ich schon mal ein bisschen Grundlage. Bin auf dem Weg. Ich bin aufgedreht. Genau. So, dann beende ich mal jetzt hier gerade die Folge. Das passt ganz gut. Und dann gehen wir vier dann auf Loot-Tour. Ich denke mal, Stefan, du bleibst wahrscheinlich noch hier wegen Reparaturarbeiten, ne? Denke ich mal, ja. Ja, ansonsten ist ein Auto ist in der Fahrzeugkiste drin. Ja, also wenn ihr beiden nachkommen wollt. Zwei Autos, vier Leute, passt ja. Ja, hier wäre drei Autos. Aber wir können in dem einen Auto, das kannst du mitnehmen, da kannst du die Sachen nachher auch transportieren zum Not. Alea, du wolltest doch das zweite Auto in die Fahrzeugkiste tun. Hab ich. In die Pfanne tun. Da ist es nicht drin in der Fahrzeugkiste. Ja, der hat das irgendwie nicht da reingetan. Ich habe eigentlich gesagt, dass der das da reintun soll. Na gut. Dann sage ich Tschüss an euch alle. Da rein. Bis dann. Tschüss. Hab ich.